herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Abonnenten da draußen zu einem neuen Video hier auf Lord Gamgam Full The Other Side of... Nein, diesmal nicht Movies, nein, heute gibt es ein halbes Unpacking und ein ganzes Unboxing von zwei PS4-Spielen, von zwei Collectors-Editionen, muss ich mal dazu sagen. Hab mir einfach gedacht, das schiebe ich jetzt einfach mal so dazwischen rein. Das Ganze ist nur ein halbes Unpacking, weil ich die eine Collectors Edition schon vor ein paar Tagen ausgepackt habe und für mich ist dieses Spiel, was der zweite Teil ist, von einem Spiel, was 2017 rausgekommen ist, was mir auch wirklich gut gefallen hat, das ist schon für mich so das erste Highlight in diesem Jahr, das erste kleinere Highlight, und zwar geht es hier um Little Nightmares 2 hier in dieser TV-Edition für knapp 50 €. Ich dachte, okay, könnte ich ruhig mal zugreifen, hier mit diesem kleinen Fluchtdiorama. Das Ganze ist ein Puzzle-Plattformer. Schade ist, dass man das Ganze hier nicht im Koop-Modus spielen kann, weil man hier eigentlich auch einen neuen Spielecharakter hat, und zwar den guten Mono, ja, während Six, den man aus dem ersten Teil kennt, hier eigentlich nur so KI-gestützt einen bei diversen Situationen hilft, ja. Neben den typischen physikalischen Puzzlespielereien, ja, ist ja natürlich auch wieder der Schleichanteil gegeben, aber es gibt ja auch mal ein paar Action-Passagen. Ob sie es gebraucht hätte, sei es mal dahingestellt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Spiel. Wollte es eigentlich schon vor ein paar Tagen spielen, aber es hat sich einfach nicht ergeben, ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, könnte ich jetzt das ganz einfach euch mal hier ein bisschen präsentieren und auspacken, ja, in dieser süßen kleinen Collectors Edition. Eigentlich bin ich jetzt nicht so der Fan von diesen Editionen, ja, aber es nimmt schon ein bisschen Platz weg, muss ich sagen. Aber hier aufgrund der Größe habe ich mir gesagt, okay, und vom Preis knapp 50 €. Da könnte man ruhig mal zuschlagen, aber in den nächsten Monaten dürfte diese Edition sicherlich im Preis fallen. Da kann man auf jeden Fall zuschlagen, ja, aber ich muss sagen, mich hat es auf jeden Fall sehr angesprochen. Und das zweite ist natürlich mal wieder ein Import aus den USA. Da trudelt jetzt so nach und nach die ganzen Sachen noch ein, die ich letztes Jahr noch vorbestellt hatte. Ja, hier ist es halt so, man bestellt halt bei bestimmten Shops oder Publishern, bestellt man halt vor, ja. Und ja, mal gucken, dann geht das Ganze erst in Produktion, das kann ein halbes Jahr dauern, das kann nur 3 Monate dauern, kommt immer drauf an. Hier natürlich mal wieder was von Limited Run Games, hier in dieser kleinen Box ist natürlich eine etwas kleinere, auch Collectors Edition. Das Spiel, mal gucken, ob es mir gefällt, das werden wir natürlich uns dann auch gleich als erstes anschauen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt mal aus dem Karton befreien. Und dann gucken wir mal rein, was es denn ist. Oder ob es das Spiel ist. Es kann natürlich auch sein, dass es ein komplett anderer Titel ist. Aber hier finde ich auch sehr cool bei diesem Karton. Wenn ihr das seht, hier so Forever Physical steht da. Finde ich sehr cool. Ist das Spiel. Das Spiel, was ich mir gedacht habe, weil da ist noch ein anderes auf dem Weg. Und zwar geht es hier um Outer Wilds. Auch eine recht kleine Box, muss ich sagen, ja, vom Umfang jetzt nicht so groß, das Ganze ist eher so ein, was ich lese habe, so ein Abenteuerspiel, ja, man ist auf so einem Planeten und man hat scheinbar nur 22 Minuten Zeit, bis dann irgendwie so eine Art Supernova kommt und man da drauf geht und dann wieder von vorne anfangen kann, also, ja, und schauen wir einfach mal rein, das ist eine kleinere Box, ist hier von Annapurna veröffentlicht worden, ja, also Sayonara Wild Hearts zum Beispiel, wieder auf deren Konto, was die Veröffentlichung angeht. Die veröffentlichen ja nicht nur Spiele, nein, die publishen ja auch Filme. Ja, und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und natürlich, was ganz wichtig ist, sind natürlich dann auch hier noch die jeweilige Limitierungskarte. Das gucken wir uns auf jeden Fall dann jetzt mal in der Nahaufnahme an. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie beide Editionen aussehen. Ja, und wünsche euch natürlich jetzt in den kommenden Minuten noch ein bisschen Spaß mit dem folgenden Unboxing-Teil dieses Videos natürlich. So, da sind wir jetzt natürlich in Nahaufnahme und werden uns jetzt erstmal die Outer Wilds Veröffentlichung etwas näher anschauen, wie schon hier gezeigt, ja, wie bei Limited Runs immer so eine, ja, so eine Holo-Karte dabei, ja, hier die Nummer 100 und hinten natürlich ganz klar nochmal das Label-Logo. Und dann haben wir natürlich hier auf jeden Fall recht klein aufgemacht, muss ich sagen. Also hatte schon wesentlich größere Boxen von Limited Run gehabt. Und dann machen wir das Ganze einfach mal auf. Und gucken mal hinein, was uns denn da so Schönes in dieser Box so erwartet.
Ja. So. So, und da haben wir natürlich die Box an sich. Ja, das Cover Artwork schön aufgemacht. Auf jeden Fall spielen wir diesen Astronauten hier auf diesen fremden Planeten. Und hier haben wir natürlich dann so die Supernova, die da auf diesen Planeten niederkommt. Also man hat wirklich hier wohl nur 22 Minuten Zeit. Man muss dann immer von vorne anfangen. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ich glaube, das Ganze spielt man hier so anhand der Screenshots hier so in der Ego-Perspektive. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Hier oben weiß ich nicht, Klebereste oder irgendwas, aber das ist jetzt egal. Ja, ansonsten sieht die Box makellos aus. Und dann gucken wir natürlich dann da rein. Da haben wir eine Lasche zum Aufziehen. Und das erste, was wir natürlich hier haben, sind 4 Pins. Die sehen wirklich sehr, sehr cool aus hier. Und mit unserem Astronauten oder mit verschiedenen Astronauten. Sehen wirklich sehr, sehr cool aus. Auch die Details selber gefällt mir richtig gut. Sieht sehr, sehr schön aus, das Ganze. Und dann haben wir innen drin noch ein paar Goodies. Ja, der Karton ist relativ dick, muss man sagen. Man muss natürlich aufpassen, was immer aufmacht hier. Dass sich die Kanten, die nutzen sich halt irgendwann mal ab. Und da haben wir auf jeden Fall dann hier auf dem, ja, nochmal so hier so Pappe, wo das jetzt so eingelegt war. Ja, relativ schlichtes System diesmal. Und hier ein paar, ja, würde man sagen, Artcards. Timberheart. Auf der Rückseite nichts bedruckt. Brittle Hollow. Dark Bramble. Giants Deep. Das sind scheinbar Gebiete auf dem Planeten, die wir vielleicht besuchen können. Und Hourglass Times. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Sieht sehr cool aus. Haben sehr eigenen Artstyle. Ja, diese Motive hier. Und dann natürlich auch ganz wichtig haben wir den Soundtrack. Auch den lasse ich, glaube ich, erstmal eingepackt. Ja, mit 8 Tracks drauf. Auch natürlich sehr cool. Ich glaube, den konnte man auch einzeln bei Limited Run bestellen. Und dann haben wir natürlich hier ganz wichtig das Spiel. Und das packen wir natürlich aus. Schauen wir mal rein, was uns da drin so erwartet. Ja. So. Und da haben wir auf jeden Fall hier das Spiel. Ja. Mit ja, einem etwas anderen Artwork. Ist natürlich auch schön, wenn hier nicht immer nur 1000 gleiche Artworks recycelt werden. Wir haben natürlich den Spine mit der jeweiligen Nummer. Nummer 231. Also es gibt schon eine Menge Releases hier von Limited Run Games. Hinten nochmal so eine kleine Information. Ja, Limited Run 348. Bei den Zahlen blicke ich manchmal nicht durch, was eigentlich die Nummer ist von der VÖ, was dann meine Limitierungsnummer ist. Ja, und ja, was die Freigabe geht, hier Alkoholreferenzen und Fantasiegewalt. Bin schon mal sehr gespannt. Und im Inneren haben wir dann natürlich dann hier noch die Disc und ja, Booklet, kann man eher nicht sagen. Vielleicht ist es Bedienungsanleitung, dürfte es auch nicht sein. Hier ist nur so ein Hinweisding, hätte man sich eigentlich sparen können. Leider keinen Innendruck, finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten, ja, sieht die Edition eigentlich ganz, ganz nett aus, muss ich sagen. Outer Wilds. So, dann kommen wir jetzt natürlich zur eigentlichen VÖ in diesem Video. Und thematisch passt das eigentlich hier ganz gut, ja, wenn es um das Thema Horror geht. Und zwar Little Nightmares 2 hier in der TV-Edition von Tarsia Studios, veröffentlicht von Bandai Namco Entertainment. Deswegen, anders wie bei Outer Wilds, ist halt hier so, ja, lohnt sich auf jeden Fall, diesen Titel dann doch etwas ja, größer zu bewerben und natürlich rauszubringen, wie schon den ersten Teil, der auch wirklich gute Kritiken damals eingefahren hatte. Und hier, ja, muss ich sagen, ich bin einfach auf das Spiel gespannt. Und die VÖ selber hier, ja, die macht natürlich auch ganz, ganz guten Eindruck, ja. Was ich natürlich jetzt noch sagen muss zu Outer Wilds, Outer Wilds hat auch so umgerechnet so knapp 50 € gekostet gehabt. Ja, so nach dem Dollarpreis waren es knapp 60 € gewesen, aber da muss man natürlich noch ja, einiges an
ja, Shipping-Kosten noch mit draufklatschen, ja, dann ist es natürlich wesentlich teurer als jetzt, wenn man sich hier das über Amazon jetzt hier halt besorgt. Und was mir jetzt auffällt, ist, dass man hier so, ja, so eine Art Schuber hier um dieses Teil drumherum hat. Ja, hier natürlich alle mit eindruckenden Informationen. Ja, der FSK-Flatsch muss natürlich mal wieder exorbitant groß sein, größer als die Piggy-Flatschen. Dann haben wir natürlich hier nochmal den Inhalt an sich, was in der Veröffentlichung drin ist. Hier nochmal auf der Rückseite gewisse technischen Informationen und dann hier nochmal, ja, in einigen Sprachen, natürlich auch in Deutsch, wird ja auch nochmal angegeben, was sich in dieser Veröffentlichung hier alles so befindet. Ja, der Schuber selber hier ist schon, ja, ein bisschen labbrig verarbeitet. Da muss man natürlich aufpassen. Ja, ich bin jetzt mal wirklich gespannt. Und dann machen wir es oben hier in der Lasche einfach mal so auf. Diesen netten, ja, muss man schon sagen, hier hinten vom Druck her, diesen schönen Röhrenfernseher. Ein Stück weit geht es ja im Spiel darum, dass da so ein Funksignal von so einem Funkturm irgendwie kommt, mit so Störsignalen irgendwie, das lässt die Leute durchdrehen. Also storymäßig, ja, muss man da jetzt natürlich ein bisschen schauen. Ist das jetzt natürlich so ein Spiel, was dann doch vielleicht mehr Wert auf die Experience legt, ja, also auf das, was halt in dem Spiel passiert, als was die Story angeht. Und ja, jetzt holen wir natürlich den ganzen Inhalt mal raus. Ja, das war hier auch einfach nur so lose drin gewesen hier. Das machen wir natürlich dann auch wieder in den Karton rein. Das Hintergrundmotiv. Ja, hätte man natürlich auch so einfach auf die Rückseite des Kartons drücken können. So sieht es natürlich jetzt ohne den Inhalt aus. Wie eine schöne kleine Fernseher. Ja, hat auf jeden Fall was. Und bevor wir uns natürlich dann noch dieses wirklich sehr, sehr kleine Diorama anschauen, werfen wir jetzt natürlich hier noch einen Blick auf den Inhalt an sich. Und da haben wir natürlich hier ganz klar das Spiel in der Standard-Edition. Ja, dazu natürlich noch ein wirklich schönes Artbook. Das gefällt mir richtig gut. The Art of Little Nightmares 2. Ja, das. Dann natürlich hier noch ein paar Sticker. Ja, auch mit wirklich einigen sehr creepigen Designs. Ja, der Jäger hier zum Beispiel. Oder diese Lehrerin, die ihren Hals exorbitant lang verformen kann. Also so einen richtigen Schlangenhals bekommt. Auch sehr cool. Und dann haben wir natürlich hier noch das Steelbook. Ja gut, über das Design des D-Books lässt sich jetzt definitiv streiten. Das ist wieder mal sehr, sehr minimalistisch ausgefallen. Wir haben hier auf jeden Fall diese Stadt und inmitten halt diesen Funkturm, wo halt diese Signale ausgehen, diese Kreise hier. Also wirklich sehr, sehr, ja, minimalistisch bedruckt, muss ich sagen. Ist jetzt Steelbook-technisch absolut kein Highlight, muss ich sagen. Da gab es sicherlich weitaus Schöneres schon für diverse Spiele. Ja, und hier auf der Rückseite auch so. Dieser Flur halt und innen drin, ganz klein, ist diese Person halt also recht abstrakt gehalten, das Ganze. Und schauen wir mal ins Innere rein. Da haben wir natürlich immerhin ein, ja, Innenmotiv, etwas aus dem Spiel. Ja, das sehe ich natürlich, muss ich sagen, ist ein bisschen, ja, wirkt ein bisschen dunkel jetzt hier so im Licht, aber sieht eigentlich nicht schlecht aus, ja. Und was hier noch drin ist, und da haben wir jetzt das nächste Problem, ja, weil wir haben hier nämlich noch die Soundtrack-CD hier. Finde ich zwar sehr, sehr löblich, aber ja, wir haben hier quasi nur einen Tray und ja, ist ja toll, dann ist das Steelbook für den Soundtrack scheinbar reserviert und das Spiel selber muss dann weiter in der normalen Hülle vor sich hingammeln. Ja, weiß ich nicht. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schlecht gelöst. Ja, man hätte eigentlich hier zwei Trays machen müssen, ja. Aber ist okay, ist okay. Ich sehe es dann eher so an als das Soundtrack-CD-Steelbook. Ja, okay, gut. Ja, die Sticker haben wir uns schon angeschaut. Die müssen wir uns natürlich nicht, das Artbook, da schauen wir auch gleich nochmal drauf. Und dann, ja, packen wir natürlich jetzt auch noch das Spiel ein. Ja, das Spiel ein. Warum sage ich ein? Bin jetzt total verwirrt hier von dieser ganzen Kiste. Ja, und schauen wir mal rein. Ja, da läppert es noch drin herum. Vielleicht ist da auch noch was drin. Gucken wir mal. Auf jeden Fall mit einem sehr coolen Motiv. Wenn ich ehrlich bin, das hätte man vielleicht auf das Steelbook draufpacken können. Ja, oder ein anderes Motiv, weil
Ich finde das irgendwie wesentlich passender als so ein wirklich sehr, sehr schlichtes, schon, würde ich sagen, arzi-fazi-mäßiges Steelbook, ja. Und auf der Rückseite ja auch nochmal alle relevanten Informationen, wobei hier gibt es keine Inhaltsangabe oder so, wirklich nur das Nötigste draufgedruckt, ja, not to be sold separately, also nicht zum einzelnen Verkauf, und ja, da haben wir natürlich dann den nächsten Spaß, ja. Ja, okay, gut, das ist jetzt abgebrochen. Wobei ich habe das Spiel nicht allzu hart gequält oder so. Und dann haben wir natürlich hier die Blu-ray-Disc mit dem Spiel innen drin, haben wir keinen Indruck. Ja, muss ich dann natürlich dann austauschen, ist kein Problem. Und dann haben wir natürlich hier ja auch noch ja, ein paar Codes. Ja. Jetzt auch nichts Weltbewegendes, muss ich mal sagen. Wobei, ich kann noch mal schauen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendwas. Nee. Ist nur für diverse Sprachen zum Einlösen, bla bla. Ja, das. Gut, okay. Das war jetzt auch nicht so gut eingepackt gewesen, muss ich sagen. Ja, also da wurde auch nur so zusammengeknülltes Papier reingeleppert und das war's dann. Aber eigentlich wäre das Paket pommesfest zugeklebt gewesen. Aber okay, gut. Muss ich dann natürlich mal schauen, dass ich die Hülle ausgetauscht bekomme. Ja. Und dann werfen wir jetzt auf jeden Fall mal einen Blick hier in The Art of Little Nightmares. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Das finde ich ist eine sehr schöne Dreingabe hier. Und ja, was wir natürlich wieder haben, ist das Ganze so hier mit dem Vorwort. Es kommt ja auch in mehreren Sprachen daher. Ist, würde ich jetzt sagen, ein bisschen umständlich gewählt, das Ganze hier. Aber ja, okay, gut. Die erste Seite ist so, warum, wieso, weshalb? Und ja, dann natürlich hier. Ach, das ist so ein Deckblatt. Okay, gut. Seht ihr mal, hier läuft wieder alles perfekt. Und hier haben wir auf jeden Fall Mono und Six. Und dann schauen wir mal rein. Ja, also auf jeden Fall viele Konzeptzeichnungen. Hier haben wir natürlich diesen sehr, sehr bizarr wirkenden Jägersmann. Und ich bin ehrlich, der Look selber, wenn man sich so die Trailer und natürlich auch schon Gameplay, Let's Plays und so anschaut, der Look selber, der wurde wirklich sehr gut hier von den Konzeptzeichnungen übernommen. Ja, also wirklich ein sehr, sehr verschrobenes Design. Allein dieses Interieur in der Schule selber und dann diese Porzellanbuben da. Hier haben wir natürlich die Lehrerin, die ihren Hals ellenlang machen kann, natürlich, ja, vor der wir uns dann verstecken müssen. Sehr, sehr abstrakt das Ganze. Hier haben wir natürlich hier, ja, und kann auch sagen, das sind unsere Mitschüler quasi. Und noch diverse andere Designs, ja, also wirklich sehr, sehr horrormäßig an. Ja, nicht nur ein bisschen, es ist eindeutig, es ist wirklich sehr abstrakter, surrealer Horror. Sieht aber wirklich sehr cool aus. Und hier auch eine sehr, sehr bizarre Gestalt. Ah, hier, ja, wer schon immer mal so einen schönen Porzellanpuppen-Popo sehen wollte. Also da kriege ich schon eine gewisse Gänsehaut. Auch allein das hier. Also wirklich, am besten spielen mit Licht aus, am besten gar keine Kerze dazustellen oder so. Und dann, ja, dann kann man sich gediegen gruseln und wirklich Angst erleben, wenn man da vor diesen erwachsenen Schauergestalten flüchtet. Aber ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut, dieses Artbook. Das muss ich sagen, ist eigentlich immer eine gute Beigabe, ja, wo man sich dann natürlich auch ganz klar so diesen künstlerischen Stil, der im Vorfeld, bevor man dann eigentlich mit der Entwicklung des Spiels an sich anfängt, ja, dann auch mal wirklich so anschauen kann, ja, und vor allem die ganzen Details, die natürlich dann in das Spiel geflossen sind. Und ja, also anhand dieser Bilder könnt ihr euch schon mal eigentlich an sich auch einen guten Eindruck davon machen, was dieses Spiel denn final alles so zu bieten hat. Und das gefällt mir richtig gut. Wobei, ja, wenn man es hier aufklappt, hier vorne, hat man auch sogar auch so ein durchgehendes Motiv hier. Also das finde ich auf jeden Fall, das finde ich gelungen, ja. Und dann kommen wir natürlich zum finalen Abschluss, dann ganz klar zu dieser wirklich sehr, 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 sehr kleinen Diorama hier. Das Ganze wird natürlich nur aus Plastik sein. Das Ganze mal vorsichtig raus, dass sie auch ohne Probleme rausnehmen. Ist auch Plastik, muss man sagen.
Aber das gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen ganzen Skulpturengeschichten, Büsten, Statuen oder was es da so gibt. Ja, da bin ich absoluter Laie, muss ich sagen. Ich bin ja eher so auf Actionfiguren getrimmt. Aber das sieht, muss ich sagen, sehr, sehr schön aus, wenn man sich die Details hier anschaut. Ja, so diese, ja, dieses abgenutzte Äußere hier, dieser Holzrahmen von diesem alten Röhrenfernseher und dann auch dieser Tisch, auf dem er steht. Und dann halt hier dieses, ja, Störbild, was dort quasi läuft und wo Mono dann natürlich den guten Six versucht rauszuziehen. Ja, dessen Gesicht man natürlich hier nur halber kennt, weil so die schwarzen Haare oder so ein bisschen die Augen verdecken. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Auch wirklich schöne kleine Details eingearbeitet hier. Auch was so diesen Holzboden hier angeht, ja. Und diese Nägel hier, die so hervorstehen, ja, und diese kleinen Füße. Ja, also ich muss sagen, für den Preis finde ich das vollkommen in Ordnung, muss ich sagen. Und hier unten haben wir natürlich dann auch nochmal den Titel. Natürlich gibt es keine Limitierung oder so. Ich glaube, davon dürfte es genug geben. Aber ich muss sagen, das sieht wirklich sehr gut aus. Vor allem, wenn man sich auch hier so Monos Maske anschaut, die er so auf hat. Diesen beiden Gucklöchern, muss ich sagen, finde ich das eigentlich vollkommen in Ordnung. Finde ich vollkommen in Ordnung. Es ist ein süßes, kleines Fluchtdiorama, was hier noch beigepackt wurde. Das ist so für mich auch so ein kleines Trostpflaster dafür, dass halt ja das Steelbook, ja, dass man sich da diesen Fauxpas geleistet hat. Aber naja, okay, gut. Muss man halt jetzt letzten Endes mit klarkommen. Aber ich muss sagen, allgemein für den Preis von knapp 50 Euro kann man da eigentlich nicht meckern. Finde ich an sich ist eine gelungene VÖ selber. Wer natürlich nur das Spiel braucht, dem reicht das Spiel auch. Der muss auch nicht zum Spiel greifen. Ja, das ist wirklich hier nur so für diejenigen, die unbedingt was super Tolles in ihrer Sammlung stehen haben wollen oder so ähnlich. Ja, aber wobei ich sagen muss, ist, dass sich das mit die Collector's Edition an sich auch schon in den letzten Jahren erheblich totgelaufen hat. Und hier war es halt einfach so gewesen, weil mich das einfach so von der Größe angesprochen hat. Ja. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch dazu gewesen. Wir sehen uns jetzt auf jeden Fall dann nochmal zu ein paar abschließenden Worten noch vor der Kamera. Ja, und ja, dann ist die Sache dann auch final dann auch So, ich beendet. hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Double Unboxing zu diesen beiden Collectors Editionen, zu The Outer Wilds und Little Nightmares Part 2. Ja, das Ganze war natürlich mal wieder etwas holprig gewesen, da ich mich im Vorfeld jetzt nicht so großartig mit den beiden Collectors Editionen beschäftigt habe. Ja, ich wusste natürlich, was ungefähr in diesen beiden Editionen drin ist, aber ich wollte mich einfach mal ein bisschen überraschen lassen. Und ja, da war auch die eine oder andere wirklich schöne, positive Überraschung dabei, aber sicherlich auch der ein oder andere ganz klar ja, Kritikpunkt, den man auch bei diesen Veröffentlichungen hier äußern kann, auch wenn beide mit knapp 50 Euro preislich dann doch vollkommen in Ordnung sind, muss ich sagen. Ja, bei The Outer Wilds ist es natürlich so, dass diese Collectors Edition hier schon lange ausverkauft ist, aber wenn man mal so in den Unweiten des Internets oder einfach mal bei so bei Amazonas vorbeischaut, ja, da gibt es natürlich diese Collectors Edition hier locker mal für das Vier- bis Fünffache. Würde ich niemals im Leben ausgeben. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass der Inhalt an sich selber dann doch eher gering ist. Okay, wir haben hier den Soundtrack, aber wir haben hier keine besondere Verpackung selber für das Spiel. Wir haben den ganz normale Keepcase drin. Wir haben leider keine Spieleanleitung. Die Spieleanleitung wäre natürlich ganz cool noch gewesen oder so ein Artbook oder so ist hier leider nicht enthalten, ja. Aber trotzdem muss ich sagen, ist an sich eine VÖ, da hat sich durchaus gelohnt. Auch das Spiel bin ich auf jeden Fall mal schon mal sehr, sehr gespannt. Aber wer natürlich auf solche Titel steht, ja, und ganz klar die auch physisch besitzen muss, ja, der muss natürlich immer da ein bisschen hinterher sein, auch die wirklich zu bekommen, weil ich muss sagen, so was diese Preisschwankungen angeht, bei diesen Collectors-Editionen, ja, die ausverkauft sind. Das sind Preise, die sind wirklich für mich schon persönlich von jenseits von Gut und Böse. Und auf der anderen Seite, wenn es natürlich solche Spiele gibt, die leider schon ausverkauft sind, weil sie halt in diesen bestimmten Shops halt nur für eine bestimmte Zeit erhältlich sind, ja, so nur so für 4 Wochen, so wie die Pre-Order-Phase ist, ja, kann man natürlich sich auch dann nochmal digital irgendwo zulegen. Und ansonsten, ja, ganz klar, haben wir natürlich dann auch noch solche Titel hier wie Little Nightmares, die natürlich dann eher von einem großen Publisher kommen, wo man jetzt keine Sorge haben muss, dass das fix ausverkauft ist. Also ihr habt gesehen, wirklich wie mini, mini
diese Veröffentlichung hier ist, wie allgemein das Diorama ist. Aber ich muss sagen, das Diorama gefällt mir von den Details. Von der Verarbeitung gefällt es mir auf jeden Fall sehr. Für den Preis hier ist das vollkommen in Ordnung. Wobei das Steelbook selber, ja, da lässt sich definitiv drüber streiten. Ein Arzi-Fazi-Steelbook, wo nur ein Trade drin ist, wo, es ist. Für mich persönlich ist es das Soundtrick-Steelbook, ja. Ja, die Keepcase muss ich natürlich dann austauschen. Aber das Artbook selber, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Ja, dann noch Sticker oben drauf. Und ja, für den Preis ist das vollkommen in Ordnung. Okay, ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, wie ihr diese beiden Collectors-Editionen denn so findet. Ob das was für euch wäre, wie ihr denn diese, ja, diese horrenden Preise, vor allem bei diesen ganzen limitierten Spieleditionen denn so findet. Und allgemein, ob das Spiele wert, die ihr eventuell auch gerne mal anspielen würdet, könnt ihr alle eure Gedanken wieder unten in die Kommentare reinhauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns dann demnächst bei wieder einem, ja, eher filmbezogenen Video hier wieder auf Lord Gamgamful, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.